Nur mal von vorn. Ach, geil. Servus und herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer knackneuen Folge Bayerisch für Anfänger. Leider heute nicht mehr aus dem Biergarten. Ja, die Outdoor-Saison ist beendet. Es ist mir deutlich zu kalt und deutlich zu dunkel, draußen Videos zu machen. Somit müsst ihr euch, bis ich einen neuen Hintergrund bzw. ein neues Studio gefunden habe, mit diesem grünen Hintergrund begnügen. Das heutige Thema sind bayerische Redewendungen. Ich werde diese jetzt auf bayerisch vortragen und dann erst wortgemäß übersetzen und dann sinngemäß. Wenn die Wurst so dick weil's Brot ist, so wurscht, wie dick das Brot ist. Wortgemäß übersetzt bedeutet das jetzt, wenn die Wurst so dick wie das Brot ist, ist es Wurst, wie dick das Brot ist, wobei das zweite Wurst für egal steht. Also sinngemäß übersetzt, wenn der Brotaufstrich bzw. die Wurst auf einem Wurstbrot so dick ist wie das Brot selbst, dann ist es komplett egal, wie dick das Brot ist. Das ist komplett richtig, ich vertrete diese Einstellung auch. Redewendung 2. Man kann nicht auf zwei Hochzeiten tanzen. Wörtlich übersetzt, man kann nicht auf zwei Hochzeiten gleichzeitig tanzen. Das bedeutet so viel wie, man sollte nicht versuchen, alles gleichzeitig zu machen. Lieber alle anstehenden Arbeiten langsam und nacheinander abarbeiten. Redewendung Nummer 3. Was man nicht im Kopf hat, machen wir in die Fresshung. Was man nicht im Kopf hat, muss man in den Beinen haben. Ist man oftmals schusselig und vergisst gewisse Sachen, lässt sein Handy liegen, lässt den Autoschlüssel liegen oder sonstiges, dann sollte man gesunde bzw. fitte Beine haben, um diese Sachen zu holen. Ja, ich gehöre auch zu dieser Sorte. Wenn's Arschl brummt, ist Herzl gesund. Wenn der Hintern brummt, ist das Herz gesund. Wenn man oft flatuliert, praktisch furzt, ist das Herz gesund und die Wahrscheinlichkeit eines Herzinfarkts deutlich niedriger. Redewendung Nummer 5. Dieses Kupft wird gesprungen. Das ist gehüpft wie gesprungen. Und ihr werdet es sicher schon gemerkt haben, gehüpft und gesprungen beläuft sich auf dasselbe. Das bedeutet, dieses Kupfer gesprungen heißt sinnlich übersetzt, es ist egal, macht das oder das, es beläuft sich auf dasselbe. Nächste Redewendung. In der Not frisst der Teufel Fleisch. In der Not ist der Teufel fliegen. Soll heißen, in einer Notsituation oder in ungewohnten Situationen ist meist körperlich oder geistig mehr drin als erwartet bzw. erhofft. Jetzt habe ich noch eine wichtige Aufgabe. Ich muss mich bei euch da draußen bedanken. Ihr habt es möglich gemacht. Letzte Woche hat mein Kanal die 200 Abonnenten-Marke geknackt. Darüber bin ich wirklich sehr froh. Ich sehe, wie aktiv ihr seid, ich sehe viele Likes, viele Kommentare, viele Aufrufe. Ihr werdet vielleicht auch merken, dass ich mit Herzblut dabei bin. Bayern ist einfach meine Welt. Ich versuche euch mein bayerisches Bayernwissen zu vermitteln und es freut mich, wenn das so angenommen wird. Ein Freund von mir hat es letztens auf den Punkt gebracht, er hat gesagt, ich mache Lifestyle-Videos. Und irgendwo hat er recht. Ich mache halt bayerischen Lifestyle. Mich freut's, dass von euch so angenommen wird. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Nochmals danke für die 200 Abos. Lasst ein Like, einen Daumen nach oben oder noch ein Abo da. Wir sehen uns beim nächsten Mal und mir bleibt nur noch eins zu sagen und zwar Satzfreundli. Servus.